So, hallo. Ich begrüße euch auf meinem Kanal, Saarland-Kanal. Wir sind heute am Kutscherhaus und an der Stummischer Reithalle. Ebenfalls eine historische Ecke. Das Kutscherhaus wurde 1904 am Eingang der Stummischen Parkanlage gebaut. Dies diente als Wohnanlage zweier Großfamilien. Oberkutscher Hermann Fuchs wurde aufgrund seines großen Pflichtberufs von Karl Ferdinand von Stumm-Halberg persönlich als herrschaftlicher Kutscher eingestellt. Das könnte sehr früher mal die Stallung gewesen sein, ich weiß es nicht. Also ich kann es mit großer Sicherheit nicht sagen. Im Hintergrund ist schon die Reithalle, da ist auch das Kutscherhaus. Das wurde 2017, hat man das restauriert. Das ist wirklich wunderschön gemacht. Das ist der Eingang. So ist die Lehrlingswerkstatt. Hochöfe, Wasserturm. So, wir sind hier nur sehr stumpfe Reise. Also die Reithalle, kann ich mich noch daran erinnern, das war so noch in den 80er Jahren, da waren die Feuerwehrautos, der Hüttenfeuerwehr, da waren glaube ich zwei Feuerwehrautos, wo da drin gestanden hat, auf Bereitschaft. Auch hier. Noch die originale Fenster. Gut, die sind durch neue ersetzt worden, aber im originalen Stil beibehalten. So soll das ja auch sein. Und Stummischer Reiter erbaut 1809. 50, 60 und Karl Ferdinand Stumm steht unter Denkmalschutz. Und seit 1992, 1993 finden hier Veranstaltungen der Kulturgesellschaft statt. Oh. Warte, ist noch ein Bild drauf? Oh Gott, Inblende. Gott, das war's schon. Das ist auch noch ein Gebäude von der Hütte. Im Hintergrund die Winterhitzer vom Hochofen 6. Ach, der Schornstein.
So Leute, ich hoffe, ich habe echt noch immer rechtliche Informationen, noch immer ein bisschen was zum letzten Film. Ja, der Hinweis, der Stummkappe durch die Gasometer-Explosion am 10.2. 1933, weiß ich nicht, wann ich 1933 ist die stark in Mitleidenschaft gezogen. Und diese Explosion, die hat doch schon erhebliche Schäden angerichtet. Und es gab auch zahlreiche Tote und Verletzte. Dies nur 10 Mal noch von der Stummkapelle. So Leute, jetzt ist noch immer Kaffeetime angesagt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und nicht vergessen, Daumen hoch. Und wir sehen uns noch mal beim nächsten Video. Leute, haut rein und bleibt gesund.